Ja, hallo, mein Name ist Andreas Fritz und willkommen zu Medieval Engineers. Das Spiel gibt's seit heute im Early Access auf Steam, kostet zurzeit 17 Euro, glaube ich, oder sogar noch weniger. Gibt's in zwei Editions, einmal normal und in Deluxe. Deluxe ist halt noch mit dem Soundtrack. Und das Ganze ist von den Space Engineers Macher, quasi das zweite Engineer-Spiel von ihnen. Und wie der Name schon sagt, dreht sich hier alles um das Mittelalter. Und ich denke, wir fangen einfach mal an. Wir machen Custom World. Das Menü für alle, die Space Engineer kennen, ist quasi sehr bekannt. Ja, bauen wir einfach mal Planes. Struktur. Das Coole an dem Spiel ist, dass es hier alles sehr physikalisch ist. Also man muss halt aufpassen, wie man was baut. Ansonsten bricht es halt zusammen, wenn die Last zu schwer wird. Und das zeige ich nachher noch ein bisschen. Und ich denke, wir fangen einfach mal an jetzt hier mit den Planes. Und warten, bis es fertig geladen ist. So, da sind wir auch schon. Zurzeit gibt es halt nur einen Modus, das ist der Kreativmodus, wo halt wir unendlich Ressourcen haben und halt direkt anfangen können zu bauen. Ähnlich wie in Space Pioneers. Und das sieht eigentlich schon ziemlich cool alles aus, dafür, dass es die erste Alpha ist. Wir können jetzt hier ganz normal laufen. Ups. Ganz normal laufen, rennen. Wir können uns ducken. Halt alles, was wir auch in den Space Engineers machen. Ich habe sogar eine coole Schürze um. Und das bin ich von außen. Das von vorne. Voll der Bärtige. Und dann fangen wir einfach mal an, ein bisschen mit der Physik rumzuspielen. So, ups, Baum. Dann gehen wir mal hier auf die freie Fläche. Und aktivieren den Flugmodus, dann geht's schneller oder einfacher. Das Coole ist jetzt, wenn ich jetzt hier einfach die Dinger nach oben baue, irgendwann wird die Last zu schwer und das Ding bricht in sich zusammen. Na? Immer noch nicht. Jetzt. Das finde ich halt schon ziemlich cool, dass man halt dann aufpassen muss, wie man was baut. Yay. Kaputt. So. Und ja, was wir an Blöcken alles zurzeit haben, ist halt das. Ganz normale Standardblöcke. Der Quader, so einen halben Runden für Türme, einen halben Runden von innen, außen, Treppen, Wendeltreppen, schmale Wände, da so Zinnen, dann normale Holzwände, Fußböden, Dächer, verschiedene und dann ein paar Inneneinrichtungen und ganz normal dann auch noch Bretter, Seilrollen, Kabelrollen, Räder, Befestigungen für Katapult, für die Windmühle, was man halt so alles braucht. Und ich weiß jetzt gerade nicht, was wir genau machen, aber wir fangen einfach mal an, was zu bauen. Ups. Bauen wir erstmal hier ein schönes Fundament. 3x3 am besten. So. Oder machen wir 5x5. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel sind das jetzt? 1, 2, 3, 4. Und noch ein hier. So, so, so. Dann die zweite Reihe drauf. So. 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 Also die Steuerung ist identisch mit der zu Space Engineers. Dann noch eine Treppe, damit wir auch hochkommen. Dann noch eine kleine Stütze. So. Und dann die untersten Stufen noch. Ups. So. Und schon haben wir quasi eine kleine Treppe gebaut. Ein Fundament. Legen wir noch einen kleinen Holzparkett hin. So, so, so.
So. Zack, zack, zack. Und ein paar Wände. Normalerweise in Space Engineer könnte man jetzt nicht quasi die Wand hier drauf setzen. Aber hier in Medieval Engineer geht's. Dafür muss man nur Alt drücken. Und schon. Wuppa. Nein, der Fußboden ist weg. So, Fußboden hier. Und weiter geht's mit der Wand. So. So, zack. So, wupsa. Das ist ein bisschen weiter weg. Zack, zack, zack. So, dann brauchen wir vielleicht noch ein paar coole Fenster. Nehmen wir die gleich hier alle mit. Das, das und das. Fenster. So, ein Fenster da. Ein Fenster dort. Und ein Fenster hier. Dann der Fußboden noch. Zack, zack, zack. So, die Tür. Und dann natürlich fliegen wir noch ein Stückchen. Die zweite Reihe Wand. So, das kommt hier rein. Zack, zack, zack. Dann zack, zack, so, so, so. So, so, so. Ups. Nein. Ich mach zu viel weg. So. Dahin. Wunderbar. Dann brauchen wir noch ein schönes Dach. Nehmen wir mal so ein ganz normales aus Holz. Dann noch den Dings. Machen wir mal die hier vor. So. Schauen wir mal, dann Dächer bauen. Zack. So. Und oben drauf noch. Andere Seite. Jip. Und dasselbe nochmal. Na. Wunderbar. Nein, nein, nein. Ah, Mist. So. Und dann den Giebel. Und da sehen wir die Physik und mein Dach war zu schwer. Und jetzt habe ich hier einen großen Scherbenhaufen. Ja. Das machen wir alles weg. Ja, kaputt ist es. Ich habe keine Ahnung, wie ich den ganzen Mist jetzt hier wegkriege. Deswegen sage ich mal, Shavers, bauen wir ein zweites Haus oder wir machen es noch mehr kaputt. Dafür gibt es nämlich hier noch ein paar Kanonenkugeln. Klein, groß, klein ganz schwer und groß ganz schwer. Nehmen wir mal die kleinen. Und Feuer. Yay. Damn. So, wenn man will, kann man sich auch in Alpha jetzt hier noch anzeigen, wie die strukturelle Integrität berechnet wird oder angezeigt wird.
Grün ist alles cool. Rot ist dann eher weniger. Aber wir sehen ja nichts, was wir jetzt hier kaputt machen. Und deswegen zack, alles kaputt. So. Na gut. Dann gehen wir ein Stückchen wieder weiter. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Und fangen wieder von vorne an. So. Diesmal zeige ich aber was anderes. So, so. So, 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 so. Nämlich, wie man eine einfache Maschine bauen kann. So, dann zack, 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 zack. So, fünf. Treppe. Na. So. Dach lassen wir mal weg diesmal. Wunderbar. Denn der Fußboden geht ja schnell. So. So. Fertig, dann das brauchen wir alles nicht mehr. Okay, fangen wir an. Wir bauen. Ich weiß jetzt noch nicht, was wir jetzt genau machen. Wir brauchen jetzt einfach einen ganz normalen Timberstamm, eine Kabelrolle, dann ein Kreuz zum Drehen. Und ja, das reicht, glaube ich, erstmal. Jetzt haben wir hier diesen kleinen Nupsi. Der ist ein bisschen klein, aber mit dem Mausrad kann man den größer machen. So, bis zu der Länge. Und man kann auch wieder drehen. So. Und es gibt auch zwei Modis. Einmal so ein Attach-Modi, wo man das einfach an bestimmte Dinge anflanschen kann. Und wenn man J drückt, hat man so einen Free-Flow. Dann ist der halt hier und man kann ihn fallen lassen und er fällt runter. Bumm. Und geht kaputt. Aber wir brauchen jetzt den. Und ne, wir machen ein bisschen kleiner. So, und dann nehmen noch einen zweiten. Gut, dann kommt auf das Ding, nennt sich den Catchblock. Den planschen wir da mal drauf. Drehen. Und jetzt können wir daran das Kreuz packen. So, ich muss nur gucken, wie das mit dem Drehen. Wunderbar. Und jetzt können wir rein theoretisch hier drehen. Machen wir mal meine Hand, drücken T und es dreht sich. Wie man auf der Seite so ein bisschen sehen kann, wenn ich jetzt hier so ein kleines Holz dran packe. Ein bisschen kürzer, sonst geht es wahrscheinlich wieder kaputt. Dreht sich das. Mal wieder Außenansicht, dann Hand. So. Wie man sieht, dreht sich und mit Shift T dreht sich in die andere Richtung. So, jetzt können wir dafür aber nehmen wir das weg und bauen dafür die Kabelrolle dran. So. Und wenn wir jetzt drehen, dreht sich die Kabelrolle. Der Hammer. So, dann, was machen wir jetzt? Bauen wir es auf der anderen Seite nach. Was brauchen wir da? Da brauchen wir den, glaube ich. Na, flansch dich da.
Jetzt nehmen wir denselben. Oh, ist das ein bisschen. Das ist ein bisschen fitzelig hier. Na. Ansonsten lassen wir es so, wie es ist. Und nehmen diese Feder. So. Drehen die. Wunderbar, dann können wir hier das Ding dran flanschen. Dann Katapultkopf, dann fliegen wir wieder eine Runde. So, oh Gott. Wir brauchen es so rum. Und an das Ende kommt dann das Seilende. Das ist auch so ein Teil. So, wieder drehen. Nee. Ah, ich hasse es. So. Gut, jetzt. Oh Gott, wie war denn das jetzt mit dem Seil? Wunderbar. Jetzt haben wir das Seil hier. Upsi. Und jetzt könnten wir ganz das spannen. Und wenn wir jetzt das Seil wegnehmen. Boom, fliegt's weg. So, spannen wir nochmal kurz. Ne, falsch rum. So. Mir fällt gerade ein, was würde eigentlich passieren? Upsi. Ich will nicht fliegen. Oh, da reicht die Kraft nicht. Schade. Dann Kabelrolle und zurück. Das Ganze auch funktioniert auch wieder mit T. Also einmal die Kabelrolle mit T anklicken und dann das Ende. Legen wir mal hier jetzt einen Stein rein. Was war G? So. Hand. Ach ja, stimmt, ich habe was vergessen. Den Stein nehmen wir nochmal weg. So, dann die Hand. T für das Ding. T für das Ding. Spannen. Na, warum spannt er nicht weiter? Wir haben es kaputt gemacht. Auf ein neues. So. Gut, dann nehmen wir wieder den Stein. Und diesmal drücken wir J, so dass er quasi frei ist und auch fallen kann. Boom, kaputt. Und schauen wir mal. Nein, nein, nein. Na, geh weg. Na, wir müssen sie irgendwie da reinkriegen. So, drin ist es. Unser Fußboden ist ein bisschen demoliert. Und die machen immer mehr kaputt. Und wenn wir jetzt... Boom! Und schon haben wir unser erstes, mehr oder weniger stationäres Katapult gebaut. Ja. Das ist halt quasi jetzt Medieval Engineer. Und wir können jetzt noch mehr cooles Zeug bauen. Wie kriege ich die jetzt auch wieder weg? So. Zum Abschluss des Videos
Fliegen wir nochmal hoch. Oder nein, wir machen was anderes. Wir bauen mal eine kleine Festung, die wir dann mit unserem Katapult einreißen. So, dann brauchen wir das und das und das nicht. Dann nehmen wir mal davon was. Ein bisschen, wo ist das? Und das. Und los geht's. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ups, das weg. Das fliegen wir eine Runde. Da, wo ist mein Katapult? Das ist mehr so hier. Ein bisschen symmetrisch aussieht, Jungs. So. Schee. Struktur sieht noch gut aus. Bauen wir noch ein Stückchen höher. Nein. So. So. Schon ein bisschen schwerer. Und mal wieder weg. Zack. 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 Setzen dem noch ein schönes Häubchen auf. Tada! Und schon haben wir unser ersten Wachturm. Nehmen die Hand. T. T. Spannen das Ganze mit T. Na, das war natürlich wieder falsch rum. Nehmen wir mal das T und dann so. Spannen. Über meine Außensicht ruckelt es nicht so. So. Dann Stein. Aha, diesmal gleich funktioniert. Und dann Feuer. Ah, steht noch. Weiter geht's. Wieder spannen. Schicken Stein. Und schicker Stein ins Ding. Nein. Oh. So. Nein. Jetzt. Und Feuer. Ja, den kriegen wir noch zum Einfall. Stein, J drücken. Ah. So. Na. Hierin. Versuch Nummer 3. So. Versuch Nummer 3 war erfolgreich. Und Feuer! Ja. Ein letztes Mal noch. Schauen wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen.
Ah, da habe ich ein ganz schönes Loch eingebalzt. So. Und den Stein wieder. J drücken. Reinlegen. Und los. Bam. Und da fällt er. Fall. Ziemlich stabile Hütte. Jetzt ist er kaputt. So. Und dann nehmen wir einfach hier noch Warmers Character Tools Medium. Geben dem den Rest. So. Dann da noch ein bisschen. Und tja, das war auch schon die erste Folge von Medieval Engineer. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch auch holen. Und über Kommentare, Daumen, Kritiken würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen guten Abend. Oder guten Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen.